Findest Nach du nicht? was? Nach Porno. Nach Porno? Warum Ja, das denn? Partybus klingt so, als ob du, also ich, für mich klingt Partybus nach Porno. Das ist ein Partybus, ist ein Pornobus. Was geht ab, Elite? Zeus hier zur weiteren Folge Hexed Adventure und zusammen mit den Fumar diesmal. Ja! Und ich bin hier immer noch im Ladebildschirm. Und zwar, warum bin ich das? Man hat mir gesagt, dass irgendwas mit meinem Haus angestellt wurde. Ich weiß aber noch nicht was. Und ich möchte euch dabei sein lassen, wenn ich sehe. Also, ich logge mich ein. Und ich logge mich immer noch ein. Es ist... Nichts. Nichts. Immer noch nicht. Da steht ein Schild von meinem Haus. Nado. Wer hat dir das gesagt, dass das was wäre? Ach, ne Freundin. Ach so, okay. Schau mal oben nach, steht da. Warum steht denn da, schau mal oben nach? Oh je. Oh je. Noch weiter oben? Okay. Das Schild nehme ich auch noch gleich mit. Ich bin gespannt. Es ist spannend. Habt ihr mir noch mehr Schilder hingestellt? Oh. Oh, oh, ihr habt mir Wasser reingemacht. Ach, das ist ja süß. War's das schon? Oder kommt da noch mehr? Aber tja, das ist jetzt die Frage. Ich weiß ja gar nichts davon. Ach, du weißt du? Natürlich, als ob du nichts wüsstest. Du bist doch der Haupttreiber hier gewesen. Ja? Ja, wieso? Natürlich. Hast du denn irgendwas Böses mir angetan? Ich dir? Nein, niemals. So. Nur, oh Gott, ihr habt mir das komplette Gebäude damit gefüllt, oder? Nee, habt ihr nicht. Ha. Huh. Mei, ihr habt mir ein... Hehehe, ich bin ein böser Junge, XD. Ja komm, das klingt doch schon sehr nach dir. Und das war's. Das war alles, was ihr gemacht habt. Deswegen habe ich mich vorhin so aufgeregt, ne? Ernsthaft? Ernsthaft? Wirklich? Ja, wieso? Hast du alles gerettet, oder was? Was, wieso? Ich muss hier einen Block hinstellen. Und das Wasser ist weg. Was? Dein Quatsch. Natürlich. Wasser ist weg. So. Echt? Ja. Ihr habt ja nur ein Wasserteil reingemacht. Das größte Problem ist, dass ich hier jetzt nicht mehr richtig runterkomme. Weil ihr mir damit meine Leiter kaputt gemacht habt. Und das wiederum ist ein bisschen fies gewesen. Aber da die wächst eh wieder nach. Das ist nicht das Problem. Ich muss jetzt nur den Punkt finden, wo ich am besten runterspringen kann. Um im Wasser zu landen. Und dann ist das alles kein Ding. Und kein Ding? Kein Ding. Und hier macht's Geronimo! Ha! Und ich bin wieder unten. Das war lächerlich, meine Freunde. Das war lächerlich. Was? Ja. Aber, ja gut, dann hilft nichts. Dann muss ich dich anscheinend nochmal dissen. Nochmal, sagt er. Nochmal. Ja. Siehst du diesen... Was hab ich denn da? Das denn? Bin ich denn bescheuert? Was bist du? Also, ich werde mich jetzt auf den Suche nach einem Turm machen. Ja, mach das mal. Was habe ich hier jetzt? Oh, Spinne. Ich habe ein Label. Spinne. Was sind denn Labels? Oh. Was ist eigentlich hier los? Ist da schon irgendwo wieder... Was ist denn das? Warum zerreißt da und mein Haus? Pff, weil du es verdient hast? Wahrscheinlich. Irgendwo wieder Meteor eingeschlagen oder was ist denn los? Wo sind meine Eimer? Ach, ich habe meine Eimer natürlich verloren. Klar, jetzt kann ich mir einen neuen Eimer machen. Mann, ich hasse Hexed. Furchtbar, gell? Denn Hexed. Wahrscheinlich sprengt da irgendwo was in die Luft so, wieder und du weißt so gar nicht, warum. So ein Scheißspiel, wieso. Das ist Wahnsinn. Wer will ich glaub, das ich überhaupt gleich, spielen? Ich hör's gleich wieder auf, ich lief das Game. Ja. Das kann ja nicht wahr sein. Das gibt's ja nicht. Was? Ach, ich habe mich gerade nur an was erinnert. Du wirst es schon wieder. Du wirst dich irgendwann wieder dran erinnern. Und auch die Zuschauer werden es bald wissen. Bald. Ah, ja. Sehr bald. Ich hab, wow. Ich habe noch eine Uhr dabei. Böse. Ich bin noch nicht böse. Wann bin ich denn böse? Warum böse. Ist meine Essenzenkiste? Und mir... Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel nicht ganz flüssig läuft, aber ich weiß überhaupt nicht warum. Das ist komisch. Ja. Könnte sein, dass irgendwas nicht... Also bei mir läuft es ganz gut eigentlich. Hm. Ja, nee, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Ich habe mir ein paar meiner Karotten kaputt gemacht.
Also bei mir zerreißt es momentan grundlos meine Hütten. Ich weiß nie, woher und warum. Voll nervig, voll dämlich. Also mir ist es noch gar nicht passiert. Ja, ich weiß auch nicht, warum es gerade mir passiert. Warum gerade mir? Was habe ich denn getan? Du hast es verdient. Punkt. Wieso denn? Weil du Warum gemein bist. denn? Warum denn? Dann jetzt gemacht. Ey, eigentlich wollte ich jetzt heute mal wieder einen Turm machen, aber ich bin eigentlich nur noch am Reparieren meines Hauses beschäftigt. Gibt's das denn? Jetzt muss ich hier doch tatsächlich dieses Ding abbauen. Damit ich mir hier immer noch nicht weiterkomme. Das bringt auch nichts. Huh. So, es war nicht mal Bam. knapp. Ach, dafür brauche ich auch eine Schere. Ach, egal. Das wächst da oben schon wieder zu. Bin ich mir sicher. Dann, was treiben wir denn heute? Was wollen wir denn heute treiben? Hast du irgendeine Idee? Hast du einen Plan? Also ich hatte vor gehabt, dass ich einen Turm wieder mache, denn ich hätte gerne endlich mal so einen Hexaldiamanten. So ein Hexaldiamant wäre schon schön, gell? Ja. Und deswegen würde ich einfach mal ganz, also in irgendeine Richtung loslaufen, der wir noch nie losgelaufen sind. Deswegen kannst du ja eigentlich schon mal zu meinem Haus kommen. Aber wollen wir das nicht in der nächsten Folge machen? Ich meine, jetzt haben wir schon so viel Zeit damit verbracht, irgendwas anderes zu machen. Können wir schon machen. Hast du meinen Jump'n'Run schon gesehen? Dein Jump'n'Run? Nee, 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 nee. Irgendwo in der Nähe von meinem Haus oder deinem Haus, eigentlich hier sogar, ist ein Holzturm. Ja? Da drin baue ich momentan einen Jump'n'Run hinein. Nice. Das werde ich mir doch gleich mal angucken müssen. Kann ich dir nur empfehlen. Das ist doch echt. Echt Beschiss. Es ist diese Dingswirtschaft hier ist immer so furchtbar. Diese, Wirtschaft? ja, diese Kistenwirtschaft hier. Die macht einen immer fertig. Fuma, eine Ja. Frage an dich. Ja. Warst du schon mal in einem Partybus? Nein, ich war, ja, na, also nein, 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 kein offizieller Partybus oder sowas. Außerdem klingt das irgendwie nach Porno. Nach Findest du nicht? was? Nach Porno. Nach Porno, warum Ja, ein das denn? Partybus klingt so, als ob du, also für mich klingt Partybus nach Porno. Partybus ist ein Pornobus. Weißt du, du fährst Jetzt rum. ist schon wieder ein Creeper neben mir zerrissen. Ja, gibt's das denn? Sind die unsichtbar oder was ist da los? Ich weiß Es auch ist doch nicht. helllicher Tag. Das ist halt komisch. Oh, ich weiß, was ich jetzt Kann es mache. sein, dass da irgendwelche Leute irgendwie mir Fallen bauen? Puma, weißt du da irgendwie Bescheid? Nein, ich weiß nichts davon. Ich kann mir auch nicht, also ich persönlich hätte gar nicht das Know-how, um dir solche Fallen zu bauen. Ja, ich auch das Gefühl. Ja, habe ich ja tatsächlich nicht. Also ich meine mal ernsthaft. Naja, aber. Hä? Ich lauf immer und dann zerreißt es einfach. Boah, wenn ich rausfinde, dass es irgendeiner von diesen Idioten waren, dann sind Das die gleich wieder gibt's ja draußen. nicht. Nein, nein, nein. Hä? Machst du gerade Killer nach? Hab ich Killer nachmachen? Was? Nein. Das wäre ja. Ich meine, hab ich gesagt schon. Das wäre ja Nee. lächerlich. Wäre echt lächerlich. Ja, aber ich meine Killer nachmachen. Habt ihr das Hexer-Ball-Video schon gesehen? Ihr müsst es euch angucken. Ich bin so Das ist gestorben. weiter, Wir Oberhammer. sind einfach allesamt so gestorben, wie er abgegangen ist. Wie er Der Typ kann einfach. nicht verlieren, das ist der Wahnsinn. Absolut nicht. Also der ist. Der hat geschrien, ja? Der hat geraged. Das war so herrlich. Also ich packe den Link auf alle Fälle auch nochmal in die Beschreibung rein, weil das darf keiner verpasst haben. Nee. Ein geiles Video. Wahnsinn. Super, super geil. Wer ist denn da gestorben? KrokoCraft ist hier gestorben. Aha, seine Pfeife. Ja schon, der taucht ja auch nirgendwo auf, ne? Der stirbt die ganze Zeit nur und ist dann einfach weg. Richtig. Immer dasselbe mit dem. Der Paco und sein hässliches Haus hier. Oh, das ist jetzt aber Das. fies. Komm, schau das mal an. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Wo ist das denn? Wo bist du denn? Wow! Okay. Ich bin ganz in der Nähe von deinem Haus eigentlich sogar. Ich kann dich abholen, wenn du Nee, willst. ich bin gerade bei so einer. Bei der grüne Punkt, der meinem Haus am nächsten ist, aber nicht über einen Fluss führt. Okay, ja. Bei dem bin ich gerade und kletter hier gerade nach oben, weil ich endlich mal wissen möchte, wie so eine Insel von oben aussieht. Oh, cool. Das würde Weil mich auch mal interessieren. ich denke, dafür wird es endlich Zeit. Hm? Hui, Weil hui. das war dieses Projekt, einfach nur diesen Turm hier hochzubauen, war das allererste, was ich auf diesem Server gemacht habe.
einfach nur versuchen, hier hochzukommen. Und hat sich's gelohnt? Ich hab's um ein paar Blöcke nicht geschafft. Das ist ja krass. Hey, ich glaube, hier ist ein Turm eingeschlagen vor langer Zeit. Hier ist ein Turm eingeschlagen. Ein Turm? Ach, ein Meteor, hast du gesagt. Ein Meteor? Ich habe verstanden, hier ist ein Turm eingeschlagen. Das war doch voller Unsinn. Lächerlich. Ich becher mich weg, Barkeeper, hau raus, was in deinen Fässern steckt. Ja, nein? Gesundheit. Niemand? Sieht? Ja, nee? Nur ich? Okay, schade. Hätte ja sein können. Ich suche nach tollen Dingen, aber ich finde nur feuchten Dreck. Seo? Ich möchte, dass du mir etwas singst. Hä? Ich will dich singen hören. Nein, bist du narrisch? Ja, bin ich. Sing doch jetzt nicht. Doch, komm schon, komm schon. Jeder will dich singen. Ja, genau, weißt du was? Unsere allerersten Dreharbeiten, damals, vor einem Jahr fast sogar, Comedy 6, ne? Stehen wir an der Tankstelle, ich denke mir nichts Böses. Was kommt auf einmal? Ja, Fuma, sagt sie mir, komm, Zio, du singst jetzt. Nicht so, hä, was soll ich singen? irgendwas? Nicht nur, keine Ahnung, ich kann doch nicht einfach singen anfangen. Doch, mach. Ich nur, bist du bescheuert? Ja, bin ich. Immer noch. Du kannst jetzt immer noch, ich will dich immer noch singen hören, da hilft ja nichts. Ja. Junge, ich sing doch nicht einfach, jetzt fliegt das Zeug mich herum. Du sollst ja nicht für mich singen, du sollst für deine Zuschauer singen. Lass mich mal überlegen, was könnte ich denn singen? Hier ist auch eine Insel. Puh. Oh Mann. Wow, bei mir hängt's. Warte. Der Fuma ist ein Idiot. Ach schon. Oh. Oh, das ist aber nicht nett von dir. Das ist ja verleckt. Hab ich schon noch. Spitzhacke dabei. Geil. Aber keine Eisenspitzhacke. Das ist natürlich schlecht. Es ist so schwer hier gerade diese Brücke zu bauen. Ich krieg hier immer Panik. Wenn es um sowas geht. Wieso das denn? Ja, weil ich könnte einen Fehler machen und abrutschen. Und das war's mit mir. Wie es hier ausschaut, total eigenartig. Als wäre hier irgendwie das. Als wäre das kein normaler Berg, sondern irgendwie so ein künstlich angelegter Berg oder so. Richtig eigenartig. Aber warum kann ich da eigentlich nichts hinbauen? Was soll denn das? So. Ich brauche 3 Eisen. Damit 3 Eisen, ich meine Eisenspitzhacke bauen. Wer hätte das gedacht? Ich kann da echt nichts dran bauen, das ist ja furchtbar. Ich kann Zack, da wo ist es? Ein Spoil noch. Zack. Habe ich eine Werkbank? Keine Werkbank. Aber die bauen wir uns halt schnell. Oh, da ist ein Blue Slime. Und der Blue Slime wurde besiegt. Was habe ich hier? Slimy Grass. Oh, da ist noch ein Slime. Also ich hab's endlich auf die Insel geschafft. Auf die fliegende Insel. Und irgendwie ist er ein bisschen langweilig. Langweilig? Ja, hier ist nicht viel. Dann weiß ich, dass ich schon mal da nicht hingehen werde. Aber hier gibt's eine neue Art von Baum. Ah, das ist nicht mein Baum. Was bist du denn? Ich hätte so gern mal einen Hexal-Diamant. Schau mal, was haben wir denn hier? Concealed Green. Das wäre so übertrieben geil. Zack, 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 zack. Du, Fuma? Ja? Wann machen wir mal wieder ein Video oder so? Ich kann jetzt nicht richtig schwimmen. Du warst schon ewig lang nicht mehr dabei. Ja, und teilweise... Ist richtig. Wir machen bald wieder ein Video zusammen, oder? Machen wir. Also ich wäre sofort dabei. Kommt ja nur auf dich an. Nun, Fuma, das kommt ganz auf dich an. Wofür wird er sich entscheiden? Wird er das Video mit Zio mitmachen? Oder wird er doch eher denken, nee. Lieber nicht. Der Typ ist ein Idiot. Warum fließt das Wasser so langsam? Goddammit. Du bist tot. Ich bin tot. Du bist tot. 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 Bin ich jetzt gestorben? Wieso stirbst du? Was hast du gemacht? Ich habe oben ich wollte oben Wasser von dieser Insel Wasser runterrutschen lassen, ja. Und habe aber nicht festgestellt, dass es viel langsamer fließt als normales Wasser. Okay. Und bin deswegen da jetzt gerade drin gestorben, weil ich einfach runtergefallen bin. Irgendjemand hat eine Crafting-Bank direkt vor mein Haus gestellt. Ja, stimmt. Warum stellst du eine Crafting-Bank direkt vor mein Haus? Ich wollte das craften, mich die Schilder, weißt du?
Ah, okay. Ui, das ist ein Portal. Ich geh mal rein. Wow. Wow, wo bin ich jetzt? Okay. Wow. Huh. Und wo bist du? Ja, cool. Was machst du? Was passiert? Ich habe ein Portal gefunden, bin gerade durchgegangen. Und jetzt bin ich in irgendeiner Schattenwelt. Sieht sehr, sehr interessant aus. Und ja, 1000 Türen mit Batterie. Wahrscheinlich komme ich jetzt hier nie wieder raus am Ende. Schattenland. Aus welchem Film? Moment. König der Löwen? Teil 2? Ja, jetzt haben wir es. Alter, woher weiß ich so einen Scheiß? Gute Frage. Ey, aber du hattest da ja auch mal hier deine komische Frage auf. Habe ich hier keine Dings drauf? Ach, naja, richtig, verdammt, ich dachte, die hätten wieder magnetisiert. Komische Frage? Ja, du hattest hier mal deine komische Frage auf Facebook hier von wegen, nennt mir ein Anime mit einer besseren Moral als König der Löwen. Ja. Und so, ey, welche Moral hat denn König der Löwen? Habe ich Moral gesagt? Ja, du hast Moral gesagt. Ich weiß nicht. Ich muss zugeben, ich war an dem Tag nicht unbedingt ganz, ganz klar bei Sinnen. Mhm. Ich meinte halt einfach, dass ich König der Löwen einfach ein sauguter Film finde und dann halt, das halt einfach so dahin geklatscht. Ist er auch. Also ich meine, es ist ein sauguter Film. Dagegen kann man auch absolut nichts sagen, ne? Ja, meine ganzen Karotten sind weg. Wow. Dagegen kann man auch nichts sagen. Der Film ist super, ja? Aber die Moral von dem ist halt echt nicht sonderlich. Also. Moral, was ist die Moral von König der Löwen eigentlich? Naja, dass man sich eigentlich seinen Prüfungen stellen sollte und nicht wegläuft. Wenn ich hier runterfalle. Boah, gruselig. Weil der Simba läuft ja weg von seiner Aufgabe eigentlich, König zu werden. Mhm. Weil er einfach so Schiss hat, dass alle böse auf ihn sind. Stattdessen, wenn man Scheiße baut, dann. Boah! Wenn ich hier sterbe, Alter. Dann was? Okay. Dann bin ich hier sterbe gleich, dann ist mich alles gar. Alles schaffe ich. Schaffst du das? Nein, ich schaffe es nicht. Nein, er schafft es nicht. Was passiert jetzt? Ich besinge seinen Tod. Verlaufen. Nein. Aber ich habe all mein Zeug noch. Ceo ist weg. Ja, wo bist du? Was machst du? Wow. Jetzt bin ich in der Schattenwelt. Na klasse. Schattenland. Was ist eigentlich los mit dir? Du bist doch nicht bescheuert. Was ist los mit dir? Schattenland. Warum kennst du eigentlich König der Löwen Teil 2? Warum nicht? Ich bin ein riesen Disney-Fan. Wer schaut sich denn so einen Rotz an? Der ist nicht sonderlich gut, aber auch nicht so unglaublich schlecht. Aber das ist einfach... Ich finde, König der Löwen 2 ist einfach Romeo und Julia, bloß in Tierversion. Also nicht ganz so die Tragödie, aber es an sich halt, weißt schon, zwei Banden, der eine soll bei dem anderen, ja, sich, Alter, sieht das gruselig aus, überall Augen, die mich anstarren. Wow, wo bin ich jetzt? Das ist tatsächlich, gar nicht mal so... So doof. Okay. Ja. Ich habe wieder vollkommen recht. Und wenn Fuma das bestätigt, dann ist es... Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht mehr. Ja, habe ich gar nicht ausgefühlt. Ich glaube, jetzt ist wirklich gar... Egal, ich suche einen Ausgang. Und wenn er auch 1000 Folgen dauern wird, ich werde ihn finden. Wie genau baut man eigentlich Schilder? Schilder? Ja. Null. Also, meinst du ganz normale Schilder zum Tragen? Null Ahnung. Nein. Schilder zum wo man Sachen draufschreiben kann. Ach, das, ein Stock unten und oben 6 Holz. Wer hätte das gedacht? Ja, war naheliegend. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere Folge jetzt, glaube ich, beenden. Ja? Wir nehmen schon gut lange auf, ja. Und allerdings, ja, warte, eine Sache möchte ich noch machen. Und dann können wir sie gerne beenden. Was denn? Das wirst du sehen. Nein, hör auf. Ey, Fumo, weißt du schon, warum ich das gemacht habe? Was? Warum du was gemacht hast. Den Streich an dich. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Den habe ich deshalb gemacht, weil du mich umgebracht hast im Twilight Forest. Das habe ich nicht vergessen. Ja, als du nichts verloren hast.
Das war furcht, du hast mich einfach getötet, das wollte ich nicht. Ach, Blödsinn. Ich habe sehr wohl was verloren, meine ganzen Levels und mein, alles, was ich mir erarbeitet habe in der ganzen Folge. Ich will ihn nicht töten. So. Ah, das ist schwul hier. Wie komme ich hier wieder raus? Jetzt können wir gerne aufhören. Okay. Dann sage ich, lass ein Button da, schreib ein schönes Kommentar. Dann ist es gut. Wow, wow. Willst du noch was sagen, Fuma? Ja. Denk dran, crash nicht euren Controller. Dafür ist ja CEO im Schattenland da. Schattenland! 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 Okay, das war die... Das Randoms, also wirklich, mehr geht gar nicht mehr. Das war wirklich so krank. Alter Schwede, ey. Ja. Ciao. Bis dann. Tschö.